Hallo meine Lieben und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Ori and the Blind Forest. Ja, da kommen wir anscheinend irgendwie nicht lang, denn ich kann diese Wand da nicht zerstören. Aber, naja, gehen wir halt wieder hoch. Können ja im Moment eh nichts daran machen und gehen mal hier lang. Wieder eine Wand. Können wir auch nicht zerstören. Keine Ahnung, wie man das machen soll. Kommen wir wenigstens da lang. Schon mal sehr gut. So. Was ist denn das? Will mich das jetzt hier echt angreifen? Glaub's ja nicht. Ha. Verdammt, okay. Hier kommt man anscheinend nicht ein. Okay, das waren einfach Dinger, die, das war jetzt aber gekonnt, du. Oh, das war nicht gekonnt. So, okay. Gehen jetzt einfach mal hier weiter. Sind ja ganz gut hier im Rennen. Da oben kommen wir eher schlecht als recht. Ach, verdammt. Sehr schade. Okay. Wissen wir mal, wo wir jetzt lang müssen? Das mit dem Zwischenspeichern muss man sich echt merken, dass man das immer machen sollte. Sonst wird es nämlich blöd. So. Wo wollte ich jetzt lang? Nach da oben. Genau. So. Dieses blöde Vieh. Okay. Ach, verdammt. Wir haben das noch gar nicht freigeschaltet. Beziehungsweise runtergemacht. Das konnten wir Wo konnten wir das denn jetzt nochmal? Toll. Hier hinten? Auch nicht. Tja, Leute.
Dort. Danke, jetzt habe ich es wieder gefunden. So. Schon besser. Würde ich jetzt mal behaupten. Jetzt gehen wir mal wieder hier hoch. Und speichern hier mal kurz zwischen. So. Und es geht wieder hoch. Gejumpt. Und wieder runter. So. Und dieses böse Vieh. Hat es immer noch abgesehen hier. So. Wieder zwischengespeichert. Wir sind gut, Leute. So. Was wir nicht alles können hier. Unglaublich. Okay. Kommt wieder diese Wand, wo keiner eine Ahnung hat, wie wir das hier wegmachen können. Das ist ja jetzt ätzend. Jetzt stehen wir wieder vor so einer Wand. Okay, kommen hier anscheinend nicht weiter. Die Frage ist auch, wie man nach da oben weiterkommt. Beziehungsweise auch noch da. Ist ja jetzt auch irgendwie doof. Okay, wenn wir jetzt hier runterspringen, was wir natürlich nicht können, das wäre ja auch viel zu einfach, wäre das irgendwie eine coole Option gewesen. Aber was, kann man nicht zu diesen Punkten gehen? Nö, okay, schade. Wäre natürlich auch zu einfach, wenn man einfach zu diesen Speicherpunkten zurück könnte. Natürlich wäre das zu einfach. Gut, jetzt bin ich hier auf der anderen Seite. Das hat ja jetzt viel gebracht mit dieser Mauer da. Arno, der Geist, der hier gestorben ist, war stark und mutig. Lausche seiner Stimme, denn er konnte unser Licht bündeln. Wow, du hast die Stichflamme erlernt. Diese Fähigkeit musst du... linke Maus, das zum Aufladen gedrückt haben und dann links loslassen, um alles in unmittelbarer Nähe zu zerstören. Wow, jetzt haben wir richtig krass Power. So, okay. Kommen wir jetzt irgendwie weiter oder... geht es jetzt doch nicht weiter? Wenigstens haben wir Anno getroffen. Ach, vielleicht können wir jetzt hier die Wände kaputt machen. Ha! Ich habe es mir doch schon gedacht. So, jetzt sollten wir wieder nach da oben gehen. Damit wir das dort weiter kaputt machen können. Hi. Sehr gut. Ja, müssen wir schauen, wie wir da jetzt da hoch.
kommen wieder. Ich glaube aber hier. Jupp. Ja. So. Guckt's euch mal an. Da, was wir nicht alles können. Ja, war in dieser Richtung. Ach, immer mache ich es falsch. So. Cool. Wir nicht alles können. Okay, Leute. Zack. Ah, sind wir gut. Ach du Scheiße. Atmet das? Okay. Wir müssen ja irgendwie da dort weiterkommen, habe ich das Gefühl. Ha. Okay. Energietor, Energiezellen. Kann man die hier irgendwie sehen? Nope. Okay, man kann aber anscheinend dort runter. Will ich hier runter, ist die Frage, weil dort ist noch eine Spinne. Irgendwie schon eklig hier. Au! Au! Okay. Ich würde sagen, das war es erstmal mit dieser Folge. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dahin. Ciao!